So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. So, wir quatschen den Typen jetzt hier mal. Ne, habt ihr gehört? Brauchst du irgendwas? Ja, rüstungstechnisch hat der Kollege ja einiges zu bieten. Die Partisanen nehmen wir mit, den haben wir, den Feuerstock haben wir, den Gletscherstock haben wir. Die Mistgabel haben wir auch. Ach ja, die Mithrilgabel war das ja. Stimmt, hatte ich schon wieder vergessen. Mithrila am Reif, nehmen wir 3 Stück mit. Die Radjenfäustlinge, den Filzhut haben wir, das Stirnband haben wir meines Wissens auch noch. Magierhut nehmen wir auch 2-mal mit. Der Mithrilhelm, Plattenpanzer haben wir, Mithrilweste haben wir aber noch nicht. Und wir haben zu viel. Die brauche ich noch. Aurora, Jagdspeer, den kann ich verkaufen. So, die eine oder andere Sache kann ich verkaufen, aber es gibt echt wenig. Partisano. Okay, 2000 habe ich nochmal zusammengekriegt. Dann, Catnams oder Mithrilrüstung? Mithrilrüstung. Ich war mir sehr unsicher. So, hier habe ich alles. Neue Waffe gibt es hier nicht. Zidane muss aber leider erstmal noch die Sachen lernen. So. Wir erkunden erstmal nochmal die Stadt. Ich habe jetzt, glaube ich, gegen das Mikro gerade gehauen. Ne? Das war jetzt gerade nicht so doll. So, tut mir leid. Ich muss meinen Halter gerade richtig machen. Bitte hasst mich nicht. Oh, ah! Einer dieser Teufel mit Zipfelmützen! Komm nicht näher! Verfluchter Teufel! Du hast es also auf uns abgesehen! Nein. Na, tut mir leid, Leute, ich muss gerade was trinken. Ich habe momentan irgendwie so einen Durst, ey. Deswegen, obwohl es gar nicht so warm gerade ist. Es ist eher kalt. Egal, Pilze. Diesen Pilz sehe ich zum ersten Mal. Ob man die wohl essen kann? Anscheinend. Ja gut, Quina futtert alles. So, was sagt ihr denn? Dieser seltsame Wetterschütze, vorhin ist das ein Freund von euch? Zufälligerweise ja. Eine seltsame Aussprache, klang beinahe so, als würde er gerade etwas essen. Ja, das Mampf am Ende immer, ne? Ja, Queenie ist supi. Ja, ist schon witzig, der Typ. So, vor langer Zeit lebten das Volk von Clara und das Volk von Bormesia zusammen. Doch um einen Streit mit dem vom Kriegseifer berauschten Volk von Bormesia aus dem Weg zu gehen, machten wir diesen heiligen Baum hier zu unserem neuen Heimat. Gut zu wissen. So, gehen wir kurz einmal rein. Einfach nur, um die Person da anzusprechen. Ich glaube, das muss mehr. Ich habe eine Botschaft von Madame Freya für euch. Zidane, es könnte sein, dass ich etwas länger beschäftigt bin. Ihr könnt euch ja so lange im Gasthaus ausruhen, meine Lieben. So lautet ihre Botschaft. Moment, kein Problem. So, ich glaube, das mussten wir aussprechen, um gleich eine Sequenz auszu... Ich glaube es. Ich kann mich auch irren. Hier ist sehr verwirrend, wir müssen halt nicht mit allen reden. Hier gibt es auch nicht wirklich nichts zu finden. Was ich persönlich auch sehr merkwürdig finde. Oh, eine Katastrophe! Was ist passiert? Ein Kind wurde vom Ameisenlöwen angefallen. Vom Ameisenlöwen? Der ist doch normalerweise immer friedlich. Könnt ihr das Viech nicht irgendwie wieder zur Vernunft bringen? Eine schwierige Sache. Ich werde in Windeseile den Hohen Priester davon in Kenntnis setzen. Hey, warte, das dauert doch viel zu... Wie lang? Wie Windeseile, ne? Die geht richtig langsam. Meine Güte. Verflucht, diese Klerianer sind ein bisschen zu tranig für meinen Geschmack. Hey du da, wenn du dir da was zutraust, dann folge mir. Gerne. Machen wir natürlich, wir helfen jeden in der Not. Ist eigentlich relativ egal, wo wir gehen.
Ja. So, jetzt müssen wir einfach nur hier rein und dann kommt auch schon der Ameisenlöwe. Das ist also der Ameisenlöwe und die hört schon Bossmusik. Das heißt nichts Gutes. Hilfe! War! Halt durch, wir retten dich gleich! Zidane, geht es dem Kind gut? Ja, hält sich prima. Ich halte mich überhaupt nicht prima. Diese Stimme. Das ist doch nicht etwa Prinz Puck? Oh Freya, so sieht man sich wieder. Er ist nicht gerade so begeistert, das Reden. Ah, bäm. Aua. Dreck tut das weh, Mistviech. Aufgepasst. Und da ist der Bossfight gegen den Ameisenlöwen. Der Ameisenlöwe ist nicht ohne. Er hat um die 4000 KP. Hat drei Items, die man klauen kann. Zwei davon werden wir benötigen können. Unter anderem besitzt er eine mächtige Attacke namens Sandsturm. Und ganz ehrlich, Leute, die darf man nicht unterschätzen. Und da ist sie auch schon. Ich muss kurz mal gucken, was er plant. Das geht, glaube ich, auf alle. Der Sandsturm ist wirklich eine... ja. Attacke. Die echt beschissen ist. Und das Beschissene ist, weil wir keinen Heiler haben, sieht das noch übler aus. Und dass er es gleich in der ersten Runde einsetzt. Und dazu sind wir auch noch alle blind. Bis auf Queen? Ne, die Queen ist auch. Na gut, aber den interessiert das nicht so. Blitzrohr. So, ich glaube, der kontert jeden Angriff, den wir machen. Wie gesagt, der Boss, der ist, gehört zu der Kategorie, er ist schwer. Na, 532, glaube ich, ne? Alter, die Waldfee. Quina! Mamma mia! Oh, Magen Muzin. Das ist, wir können auch... Ach, jetzt, dafür brauchen wir Baldrian, was wir gerade bei ihm geklaut haben. Ja, natürlich. Die Mithrilweste und dann Goldhelmbälder nicht rausrücken. Ist ja logisch. Würde ich auch nicht wollen. 551. Bam. 192, ja gut. Ja, das ist die Konterattacke. Konterhorn. Aber nur bei normalen Angriffen macht er das. Ja. Freya, du ziehst zu wenig. Es sind nur 400. Oh, ja, Feuerer kann er auch noch. Wie gesagt, der Boss ist nicht ohne. Das muss ich ja nur mal erwähnen. Ja, Jo ist down. Ist ja logisch. Diebstahl fehlgeschlagen. Ist auch logisch. Schön, die Portion geht dann... Ah, ne. Ja gut, geht noch Freya. Alles gut. I say nothing. Hm. Oh, no, Sandsturm, wieso? Na gut, dass wir Freya gerade weggepackt haben. Dann ist nur Zidane und Quina damit betroffen. Na gut, Jo sowieso. Speer. Ah, verdammt, falsche Tech. Ah, jetzt krieg's, Nö. Hi, Portion. Leider verschwendet. Ja, nicht unbedingt verschwendet, aber... Zidane brauchte es nicht. Feuerer auf. Zieht nicht mehr, zieht nicht allzu viel. Man lässt mich auch relativ kalt.
Ja, der Goldhelm wäre jetzt nice. Können wir zwar im späteren Verlauf kaufen, aber... Ja, er ist down. Der ist down, der Typ. Wir haben ihn besiegt. War ein schwerer Fight. EP, AP, ne. Baldrian und Enter und ein Trintentos Karte. Und sorry Leute, ich muss wieder was. Muss gerade echt trinken. Ist gleich leer, dann gibt's keine Trinkpausen mehr. Seid ihr unverletzt, Prinz? Freya, lang nicht mehr gesehen. Was ist eigentlich passiert? Ich hörte, ihr hättet Bormesia verlassen und seid seitdem verschollen. Ja, so ungefähr. Verstehe, nun im großen Tempel befindet sich euer Vater, der König. Wir sollten unverzüglich zu ihm gehen. Ach so, Vater. Nein, ich schäme mich irgendwie, Vater zu treffen, aber sag ihm schöne Grüße. Bis dann, Prinz. Mach's gut, Jo. Ganz schön frecher Bengel. Jo ist viel braver. Der Junge war, da war mein erster Freund überhaupt. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja, wir müssen ja sowieso jetzt. Wir haben ja jetzt endlich eine Audienz. Jetzt sehen wir nämlich endlich den König von Bormesia. Ich verstehe, Puck war also hier. Und frech wie immer. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich hörte, Prinz Puck verließ Bormesia etwa einen Monat nach mir. Das ist jetzt schon bald 5 Jahre her. Aber dass ihr in solchen schweren Zeiten Puck und auch du, Freya, zu mir zurückgekommen seid. Meinen aufrichtigsten Dank. Madame Freya, seine Majestät und ich haben beschlossen, ein seit alten Zeiten überliefertes Ritual zur Stärkung des Sandwirbelsturms abzuhalten. Gelingt es uns, den Sandwirbelsturm noch weiter zu stärken, wird uns dies vielleicht für alle Zeiten unangreifbar machen. Um ehrlich zu sein, hatten wir auf eure Mithilfe gehofft, edle Drachenritterin. Madame Freya, werdet ihr uns bei diesem Unterfangen wohl unterstützen? Ihr redet von jenem Ritual, das noch aus den Tagen überliefert wird, in denen unsere beiden Völker eins waren. Ich werde mithelfen. Zidane, ich war nicht in der Lage, Bormesia zu beschützen. Deswegen muss ich jetzt diese Chance wahrnehmen und Brannes Warne ein Ende setzen. Freya, das sind ja ganz neue Töne. Als ich das erste Mal traf, da hielt ich dich halt beinahe für ein wenig schwach. Stimmt, damals als mich Fredley verließ, da fühlte ich mich so verloren, ganz ohne Halt. Und wie sehr ich auch nach ihm suchte, von Fredley fehlte jede Spur. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist wenigstens mit allem, was ich habe, für Clara einzustehen. Ja, und wenn du Clara beschützt, dann findet deine Seele vielleicht endlich wieder etwas Frieden. Und auch für mich selbst. So, jetzt kommt eine Sequenz, da können wir uns eine schöne Musiksequenz. Wünsche ich euch ganz viel Spaß. Die Seiten sind gerissen. Ein böses Omen. Oh ja, und was für eins.
Hey, ich kann das nicht glauben. Der Sandsturm ist weg. Ich dachte, der Sandsturm sollte sich verstärken. Ich verstehe es auch nicht ganz. Seit wir in Clara leben, hat es so etwas noch nie gegeben. Seit alters her haben wir an dieser Harfe dort einen magischen Stein angebracht. Naja, ein großer Stein ist das. Mit dessen Hilfe wir den Sandwirbelsturm kontrollieren. Irgendjemand versucht wohl, den Schutzwall zu brechen. Ich hege dieselbe Befürchtung. Na, könnt ihr es euch schon denken, wer? Ohne den Sandwirbelsturm ist Clara für eventuelle Feinde leicht angreifbar. Na, könnt ihr schon denken, wer? Wer eventuell Clara angreifen könnte? Hier eingesperrt zu sein, was stinkt mir das? Zon, das sollt ihr zwei mir noch büßen. Hör auf, mir die Ohren voll zu schreien. Was willst du, ist ja nicht meine Schuld, Kerl. Muss es schlimm sein, so von Branne verraten zu werden? Das ist ganz sicher nur ein Missverständnis. Ich glaube nicht. Ihre Majestät würde mich niemals verraten. Du wirst es wohl nicht eingesehen, oder was? Was wohl jetzt aus der armen Prinzessin wird? Prinzessin, ich eile euch sogleich zu Hilfe. Na, ich glaube nicht. Also jetzt jedenfalls noch nicht. Später schon. Ob Mutter meinen Worten wohl Gehör schenkt? Musste Mutter Burmesia vielleicht deshalb angreifen, weil es ihr an etwas gemangelt hat? Hat uns Mutter vielleicht deshalb gefangen genommen, weil sie entzürnt über uns war? Ich muss ihr eins nach dem anderen in Ruhe erklären, sonst... Wann hat das bloß angefangen, dass sich Mutter so komisch benimmt? An meinem Geburtstag letztes Jahr? Damals, da war dieser große Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ob das wohl in irgendeinem Zusammenhang steht? Aber zweifelsohne ist seitdem mit Mutter etwas nicht in Ordnung. Und bald danach hat ja Professor Toto Alexandria verlassen. Seit diesem Tag, was ist da geschehen? Königin Branne will ich jetzt sehen. Wir nehmen dich jetzt mit. Ihr? Wie könnt ihr es in eurer Position als Hofnarren überhaupt wagen, mich zu duzen? Sei still. Wenn wir dich duzen wollen, dann duzen wir dich. In so einer Situation sagt man am besten so etwas wie... Schafft eure Drecksvisagen aus meinem Gesichtsfeld, ihr Mistkerle. Was hat sie gesagt? Hab kein Wort verstanden. Wie auch immer, die Königin wartet. Los, rein da! Die Königin wartet schon lange genug. Mutter! Hui, Garnet! Wo warst du denn, Kleines? Ich konnte vor lauter Sorge gar nicht mehr ruhig schlafen. Komm doch noch ein wenig näher und lass Mutter dir einen dicken Schmatz geben. Nee, ist klar. Mutter, ich würde dich gerne etwas fragen, aber... Was denn, Schatz? Ich beantworte dir alles, was du wissen willst, mein kleiner süßer Liebling. Vorne merkt... Egal, wie dumm man ist, man merkt doch ganz klar, dass das komplett übertrieben... übertriebener Satzbau ist. Aber gut. Nun, stimmt es, dass du Burmesia ausgelöscht hast? Was denn? Das wolltest du mich fragen? Das ist natürlich Unfug, Garnet. In Wahrheit waren es diese Ratten aus Burmesia, die es planten, Alexandria zu überfallen. Aber ich konnte ja schließlich nicht zulassen, dass sie unserem wunderschönen Alexandria etwas antun, oder? Der musste ich ihnen zuvorkommen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Aber sicher kannst du das. Ich bin es doch, deine liebe Mutti. Ihren Worten nicht glauben. Ist eigentlich relativ schnuppe, was wir antippen. Es kommt sowieso. Ich kann dir das nicht einfach glauben. Was sagst du da? Du glaubst deiner eigenen Mutter nicht? Verzeiht meine Aufdringlichkeit, aber darf ich bei diesem Theaterstück auch mitmachen? Theaterstück? Ja, und was für ein ergreifendes Stück es ist. Ein Prinz auf einem weißen Schimmel.
Die Geschichte der tragischen Liebe einer wunderschönen Prinzessin. Das zarte Weiß ihrer Haut wird von der Farbe der Trauer übertönt und sie entschlummert. Ich kenne euch. Dass du und ich uns begegnen, das ist der Wille des Schicksals. Nun, meine liebe Taube, komm zu mir. Lass mich dir das Reich der Träume zeigen. Was für ein liebliches Gesicht sie macht. Puh, eine freche kleine Göre. Zonson, bereite sofort alles für die Bestia-Extraktion vor. Endlich ist die Prinzessin 16 Jahre alt geworden. Endlich ist die Prinzessin Garnes Körper soweit, um die Bestie aus dem zu extrahieren. Bestie, die ihr die Unendlichkeit des Lebens in euch tragt. Erwacht oder so, ja. Brauche ich nicht vorlesen, weil das alles weggedrückt wird.